alle liebe YouTuber. Willkommen bei meinem neuen Video Rosen auf Reisen. Entstanden ist die Idee, weil ich wunderschöne Ecuador-Rosen im Laden hatte und es auf Reisen ging und ich habe gedacht, es ist total schade, die nicht mitzunehmen. Und ich habe einfach mal wieder einen Versuch gestartet. Mein Mann, der sagt ab und zu, ich bin ein bisschen verrückt, aber vielleicht gehört diese Verrücktheit dazu, die Ideen zu generieren. Auf jeden Fall habe ich das mal ausprobiert und es hat super geklappt. Aber wie ich das genau gemacht habe, das zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt. Wir gehen mal zum Einpacken der Rosen. Hintergrund meiner Überlegungen war, dass Ecuador-Rosen ja auch von Ecuador ohne Wasser transportiert werden. Das heißt, die sind dann nicht in diesen Eimern auf Wasser, die man manchmal sieht im Fernsehen, sondern die sind einfach in Pappe und sind da eingewickelt, sind natürlich und haben ja einen unglaublich langen Transportweg. Die haben Temperaturen von 2 bis 5 Grad. Das haben wir jetzt nicht, aber ich dachte mir, so eine Flugreise überstehen die auch ganz locker bei mir. Gesagt, getan. Und ich habe einfach Zeitungspapier genommen, habe die Rosen eingepackt, richtig schön fest. Ne? Und habe dieses Zeitungspapier dann ein bisschen hier so zugebunden und habe das auch oben rum nochmal mit dem Tesa zugemacht. Und dann war mein Päckchen für die Reise schon fertig. Und des Weiteren brauche ich natürlich eine Schere, die man meistens in der Location hat. Die Nagelschere tut es ja auch, um den Bindebast zu schneiden. Und natürlich wieder meine super duper Rosenschere, Gartenschere. Die ist immer total gut. Und ja, weiter geht's gleich. Und ihr seht, dass die auch super wieder aus dem Koffer kommen. Meine Rosen transportiert und wie ihr gleich seht, halten die das super aus. Aber wir gehen jetzt erstmal ans Auspacken. So, angekommen packe ich jetzt meinen Koffer aus. Ich habe natürlich ein bisschen aufgepasst, wie ich diese Rosen einpacke. Und zwar, ich habe den so ein, also hier sind die Köpfe und ich habe die Köpfe natürlich so ein bisschen eingebaut, dass die hier so einen kleinen Hohlraum haben. Ja? Das ist schon wichtig, dass man die, und ich habe die so ein bisschen mittig eingepackt und dann überleben die das natürlich super gut. Also ich würde den Köpfen ruhig so ein bisschen Platz lassen. Und was ich jetzt dazu suche an Grünzeug und wie man die bindet, da gehen wir jetzt ins Gebüsch wieder mal. Komm einfach mit. In südlichen Ländern gibt es ganz oft Pistazie. Die bekommt man auch bei uns im Blumenladen. Also wir kaufen das immer. Gibt es dann in Spanien, in Tunesien. Und das ist hier im Grunde genommen wie so ein Gartengrünbusch. Es ist hier völlig normal. Bei uns wird es natürlich importiert. Und was ich jetzt mache, ist, ich hole die Pistazie, mache wieder mal schon die Blättchen ab und habe dann so ein schönes, buschiges Bindegrün. Ja, dann gehe ich noch weiter ein bisschen zur Steineiche und für ein Randgrün könnte man entweder Olive nehmen oder Efeu. Wir gehen mal ein bisschen weiter gucken. Hier ist eine traumhafte alte Steineiche und die Eicheln, die sind auch wunderschön zum Sträuße binden. Ah, ich wünschte, ich hätte zu Hause sowas Tolles, aber wenigstens im Urlaub. Und ich zeige es mal hier auch in der Kamera, diese ganz tollen kleinen Früchtchen. Das ist also ein Traum. Ja, und ich brauche noch ein paar und dann suchen wir noch die Umrandung mit ein paar schönen Blättern. Das machen wir auch gleich. Ich ernte jetzt erst nochmal. So, und da ich immer was finde, habe ich hier auch schön Efeu gefunden. Aber wenn man den jetzt so abzupft, muss man immer noch mal die Stelle anschneiden, an der man gezupft hat. Das ist wie bei Wein, weil da, wo man es direkt abgerissen hat, da bekommt der Efeu nicht so gut Wasser. Ja, und so langsam habe ich dann alles eingesammelt und es geht dann an die Produktion. So, zurück an meinem neuen Arbeitsplatz. Den könnte ich gern öfters haben. Habe ich mir natürlich hier schon schön mein Grün zurechtgelegt und
Ich möchte noch mal sagen, also solche Rosen, die haben sehr, sehr große Köpfe. Die wachsen in Höhenlagen in Ecuador und dadurch werden die Köpfe auch größer und das sind qualitativ sehr, sehr gute Rosen. Die sind nicht in Discounter erhältlich und nicht in Supermärkten. Das sind wirklich andere Qualitäten, die Ecuador-Rosen. Und das sind wirklich traumhaft schöne Sorten. Und die Köpfe sind auch so dick und so fest und groß. Das bekommst du nicht überall. Und die halten das natürlich auch aus. Und die werden ja auch in Ecuador ohne Wasser transportiert und werden hier erst wieder auf Wasser gesetzt und setzen dann erst ihre Entwicklung fort auf Wasser wieder. Also das ist das ganze Prinzip. Das heißt, also nicht jede Rose wird das überstehen und man braucht schon richtig, richtig gute Rosen. Ja, damit wir jetzt ein schönes kleines Arrangement haben, habe ich mir jetzt das ganze Grün ein bisschen hergerichtet und schön geputzt. Blätter mache ich natürlich wie immer ab. Und ich habe jetzt hier auch meine Pistazie, ich habe meinen Bindebast, meine Schere, alles hier parat. Ist nicht ganz so wie im Laden, aber ja, aber meine Vorstellung war natürlich, dass ich auch hier in der Finca ein schönes Rosensträußchen haben möchte. Und zum Frühstück und Abendessen wollte ich gern diese tollen Blumen auf den Tisch stellen können. Und ja, das ist mir auch gelungen. Und dabei kam mir dann auch diese Videoidee, dass ich dachte, das kann ich eigentlich zeigen, weil es stehen auch die Herbstferien bevor. Und es geht wieder auf Reisen und es ist doch ein wunderschön, wenn man in seiner Location, in seiner Finca oder wo immer man auch ist, das geht natürlich auch, wenn man nach Österreich fährt zum Wandern, wenn man dann in den Koffer einfach die Rosen packt. Das ist und ich generiere meine Ideen einfach aus den Dingen, die mir so einfallen im Alltag. Ich gucke da eigentlich nicht nach links und nach rechts und ich finde es wunderbar, wenn man so ein bisschen verrückt sein darf. Das ist das Schöne an diesem Beruf, die Ideen und die, dass man alles so aus den natürlichen Dingen entwickeln kann. Die Ideen, die kommen einem einfach mit dem Tun. Das macht wirklich den Spaß an dem Ganzen. Ja, jetzt habe ich hier so schön die Pistazie und die Steineiche arrangiert und habe auch sehr, sehr schöne Efeublätter für außenrum. Ich nehme jetzt extra die größeren, weil es ist ja jetzt schon auch ein stattliches Sträußchen. Zu Hause würde ich jetzt auch noch ein bisschen, vielleicht ein bisschen Erika draten und dazwischen machen oder ein paar Hagebutten. Aber im Süden ist es jetzt mal so ein bisschen puristischer dieses Mal. Das ist auch völlig in Ordnung. Wenn die Efeublätter nicht so toll bleiben wollen, ist ja auch schön, dass es im Video mal so ist, dann legt man einfach ein anderes Efeublatt dagegen. So machen wir das auch bei Brautsträußen, damit der Abschluss schön aussieht. Ich mache das jetzt hier eigentlich aus einem anderen Grund. Ich lege das so dagegen, damit der andere Efeu nicht so nach unten wegklappt. Ja, das ist jetzt eigentlich mal aus der Not heraus. Aber ich freue mich immer, wenn im Video Dinge vorkommen, wo ich so kleine Problemchen lösen muss und das einfach dann auch zeigen kann. Ich habe genug Efeublätter, insofern nehme ich die anderen einfach, um die oberen Blätter zu stützen und schon sind sie fest. Cool, oder? Ja, das Ganze noch mit dem Bindebast gebunden, den ich, jetzt fliegt mir alles weg, Moment. So, erstmal beschweren, sorry, und dann binden und ich gehe jetzt hier, ich sag mal so zwei, dreimal um den Strauß herum und dann ziehe ich schon richtig schön fest, verschlinge den Bast nicht nur einmal, sondern zweimal. Und wenn ich dann ziehe, dann kommt er nicht so leicht zurück, also lockert sich nicht so schnell wieder. Und dann mache ich den Knoten, habe hier ja auch schon meine Schere parat und kann jetzt, damit meine Rosen natürlich wieder gut Wasser bekommen, das Ganze mit meiner scharf schneidenden Schere anschneiden. Mal gucken, ob das schon reicht. Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu lang. Ja, das ist es. Schneide ich noch mal ein bisschen nach. Ja, und
glaube, das würde auch mir sehr gut mit Nelken gehen. Nelken sind sehr, sehr robust, sehr widerstandsfähig und halten ganz toll. Also da habe ich auch überhaupt keine Bedenken. Ich würde es natürlich nicht mit empfindlicheren Blumen machen, nicht mit Dahlien oder so. Aber ich sage, Rosen, Nelken, die machen das auf jeden Fall alles mit und die gehen gern mit dir auf Reise. Und ich wünsche in dem Sinne gute Reisen und einen guten Transport im Koffer von den tollen Blumen. Das war's im heutigen Video. Ich freue mich, dass du zugeguckt hast und bleib weiter bei mir. Und viele Kommentare, Daumen hoch, freue mich natürlich. Bis bald. Tschüss.